auch nie gut im Liebeslieder dichten, weil ich etwas fühlen müsste, um Gefühle zu vermitteln. Mich berührt all dieser Kitsch nicht und um innerlich zu wissen, was in Herzventrikeln vorgeht, wenn sie biochemisch ticken, weil wir rhythmisch in den Kissen etwas tiefer gehen küssen. Hätte ich statt Journalistik Medizin studieren müssen, aber auch wenn mein Vokabular ein Diktionär hortet, war ich noch nie geübt im Umgang mit den richtigen Worten. Die lernst du nicht aus Filmen, Büchern oder Internetforen. Ich will eigene Lettern aus meinem Pinselstrich formen und dir etwas auf den Weg mitgeben, das du nur für dich hast. Keine austauschbaren Sprüche wie von Tumblr oder Twitter, aus dem Fundus voller Floskeln und klischeehaften Sätzen. Von ich liebe dich bis Schatz, du bist auf ewig die Beste, ist schon die richtige Message, aber die falsche Verpackung. Denn was jeder sagen kann, ist nicht im Ansatz mein Anspruch. Du kennst mich, Melissa, ich hab ganz andere Ziele, und für dich und mich reicht dieses verdammte Paradies nicht. Ich will ganze Galaxien, will dich ganz für mich alleine, denn ich hasse es zu teilen. Ich will alles für dich sein, Schatz. Und ich will keine inhaltsame Scheiße schreiben, keine kitschige nichtssagenden Schmeicheleien, keine Melodramen, sondern Meliodramen, und unterzeichne sie mit Herzblut als Quellenangabe. Und ich will keine inhaltsame Scheiße schreiben, keine kitschige nichtssagenden Schmeicheleien, weil ich denk, du hast was Besseres verdient, und gegenüber anderen Frauen bin ich desinteressiert. Und vielleicht kann ich die Perfektion in Textzeilen festhalten, bis trübe Gedanken sie per Brecheis in Endreißen. Denn das echte Leben ist nicht immer rosig, und wie schnell verjagen Serotoninströme in Überdosen. Jetzt wede Glückshormone, wenn du mich mit falschem Lächeln in dem Glauben lassen möchtest, alles wäre fast vergessen, Schatz. Ich weiß seit unserem ersten Abendessen da im KFC, was dir noch hinter der Fassade festhängt. Ich will diese Wand zerbrechen, dich aus deinem Dunkel ziehen. Sollte ich das nicht schaffen, bleiben wir gemeinsam unten liegen, denn wir sind auch in der Hölle nach dem Tod vereint. Aber das hat keine Eile, bitte lass noch etwas Zeit. Und wenn dich dieser Bastard wie damals nochmal schreibt, bleibt es auch bei mir nicht länger nur bei sprachlicher Gewalt. Dafür muss ich niemandem hier mathematisch was beweisen. Wir beide sind die einzigen Variablen in der Gleichung. Und wie ich mich in jedem Blick und all deinen Berührungen verlieren könnte, ohne zu vermissen, was dafür verbrennt in meiner Seele jedes Mal, wenn du dich von mir entfremdet, desorientiert in Richtung Wand triffst und es hier beendet. Diese Phasen gehen dermaßen tief unter die Haut, Jake, wie deine Nägel, wenn du mich in Richtung deines Bauchs drückst. Dein Stöhnen hat die Wirkung eines Rauschgifts, wie die Kippe, die wir nach den Liebesakten rauchen. Und ich will keine inhaltsame Scheiße schreiben, keine kitschige nichtssagenden Schmeicheleien, keine Melodramen, sondern Meliodramen, und unterzeichne sie mit Herzblut als Quellenangabe. Und ich will keine inhaltsame Scheiße schreiben, keine kitschige nichtssagenden Schmeicheleien, weil ich denk, du hast was Besseres verdient, und gegenüber anderen Frauen bin ich desinteressiert. Und ich will keine inhaltsame Scheiße schreiben, keine kitschige nichtssagenden Schmeicheleien, keine Melodramen, sondern Meliodramen, und unterzeichne sie mit Herzblut als Quellenangabe. Und ich will keine inhaltsame Scheiße schreiben, keine kitschige nichtssagenden Schmeicheleien, weil ich denk, du hast was Besseres verdient.